Ich würde ja facepalmen und zwar 10 Mal hintereinander, aber ich habe leider gerade das Headset an, also den Teil könnt ihr ruhig übernehmen, wenn ihr wollt. Ich glaube, da geht's zum. Nee, das führt auch nur wieder hier hoch. Moment mal. Wo geht's denn hier runter? Oh, zu einer Sackgasse. Wundervoll. Einfach wundervoll. Meine Rüstung müsste gleich wieder kaputt sein. Wo geht's hier hoch? Achso, hier war der andere Weg, den ich gerade gesehen hatte. Irgendwie muss man doch da hoch können. Vielleicht irgendwie hier drauf? Nö. Okay. Jetzt habe ich schon eine Estus-Flasche verbraucht. Oh nein. Wir werden auch so viele beim Boss brauchen. Nämlich höchstens eine. Dann sind wir eh tot. Das ist ja das Hauptproblem eigentlich. Man kann nicht trinken, weil man dann sofort wieder getroffen wird und dann muss man sofort wieder trinken. Da ist man in einem Hexenkreis gefangen. Oder halt, man wird dann, wenn man dann trinkt, noch weiter zurückgeswiped, womit man dann direkt von seinem, von ihrem komischen. Ja, Thrust getötet wird. Aus diesem Grund will ich ein Schild benutzen. Reicht der, denkt ihr? Ich glaube nicht. Wenn er nicht reicht, werden wir es schon bald erfahren. Sehr bald. Sehr bald, sehr bald, sehr bald. Okay. Oh. Okay, ich laufe jetzt einfach mal. Okay, nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Oh. Okay, also der Schild ist tatsächlich die Meisterlösung. Oh mein Gott, geh weg. Versucht diesen Bosskampf nicht ohne Schild, Leute. Ihr werdet es bereuen, wie ich gerade. Wisst ihr was? Ich weiß, was wir die ganze Zeit machen. Wir holen den Dämon aus dem Baumwurzelgezweig-Dingens raus. Jetzt ist die Frage, warum? Au. What the fuck? Au. Ja. Oh. Egal, ich wäre sowieso nicht wieder zurückgekommen. Hey, jetzt müssen wir nur noch, einen der schwierigsten Sprünge in der Geschichte der Menschheit schaffen. Und überleben. Und dann haben wir den Boss geschafft. Ist das nicht wundervoll? Nein. Lauf. Oh, na toll. Das ist mir im letzten Playthrough auch passiert.
Diesmal war der Versuch übrigens länger. Bei einem Belt of Chaos. So, wir haben länger überlebt, so im Sinne. Aber ich glaube, wir haben trotzdem die 72 Sekunden nicht getoppt. Kann das jemand bestätigen? So, wenn wir ganz viel, ganz, so im Sinne von richtig viel Glück haben, dann, ich muss gleich die Aufnahme beenden, ja, schaffen wir das jetzt. Wir werden Pech haben. Glaubt mir, wir haben kein Glück, wir haben nie Glück, wir haben nie Glück, wie ihr seht. Wie ihr gut sehen könnt. So, wo? Oh mein Gott. Eigentlich will ich ja nur wissen, wo es runtergeht. Mehr will ich nicht. Eigentlich. Eigentlich, wohlgemerkt. Oh mein Gott. Ich will nur wissen, wo es da runtergeht! Hier geht's runter. Nee. Okay. Mal eben. So. Kann weitergehen. Nicht gut, wenn Let's Player nichts mehr zum Reden hat. Aber ich habe nichts mehr zum Reden. Bin fertig. Bin fertig mit Reden. Jetzt folgen Taten. Und ich versuche gerade mit einer Hand meine Jacke zu öffnen, denn es wird hier etwas warm. So. Eigentlich brauche ich ja das Schild nicht mehr, oder? Naja. Sicher, sicher. Ist nicht so, als würden wir ein zweihändiges Schwert brauchen. Traverse the white light. Warum gibt es kein schwarzes Licht eigentlich? Warum immer nur weiß? Notet, warum kein blau? Warum kein grün? Und kein Braun. Warum immer noch weiß? Weiß ist langweilig. Run! Vorsicht! Oh, ich warte hier zu lang, glaube ich. Ist nicht gut. Was man hier nicht machen will, ist zu lang warten. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. What? Ich will es gar nicht wissen. Einfach rein hier. Ja. Wundervoll. Oh, hätten wir das endlich auch geklärt. Ich will hier mal raus und gucken, wie es hier so jetzt aussieht. Ah ja. Hier kann man nicht runter, oder? Nee. Ist ja auch höchst eigenartig. Können wir mal eben aus dem Bosskampf raus abhauen. Okay. 120.000 Seelen. Okay. Hätten wir jetzt noch unsere 60.000, die uns der
die Lava geklaut hat, wären wir noch ein Level ab, aber was soll's. Oder die 40.000 vom Ceaseless Discharge. Ich glaube, die haben wir auch verloren. Oder waren das die 60.000? Ich glaube schon. Na ja, egal. Als nächstes folgt Thief. Ich habe keinen Bock auf Thief. Ich habe wirklich keinen Bock auf Thief. Und ich habe keinen Bock darauf, verflucht zu werden, weil das... Ich habe irgendwie das böse Gefühl, dass das passieren wird. So you have received a revelation. Very auspicious. I hope for the best. I pray that through you, her wish will be granted. Have you heard of Seath the Scaleless? Mm-hmm. In legend, he turned against the ancient dragons. He became Lord Gwyn's confidant, was granted dukedom, and was allowed to pursue his research. At the Regal Archives, he immersed himself in research on scales of immortality. The one thing that he did not have, but his very research drove him mad. The Archives became a dungeon, a place for sinister experiments. Now, nobody dares even approach the Duke's forbidden Archives. It looms over this land, high atop the mountain. But I should warn against even an approach. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. Warum nicht? If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. Okay. Höchst interessant. Haben wir da uns daran gesetzt? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen mal was reparieren. Reparo! So. Von den offiziellen Bossen haben wir nur noch Thief übrig. Wir sollten übrigens dafür sorgen, dass wir nicht zu viele Seelen mit uns da reinschleppen, denn sonst verlieren wir die alle. Man muss ja sterben, um da reinzukommen, was irgendwie ein bisschen blöd ist, aber okay. Ich will mich nicht beschweren, aber ich mach's besser doch. Woher kommt eigentlich die Zeile, ich will mich nicht beschweren? Wenn man drüber nachdenkt, ist ja eigentlich voll dumm. Kommt die irgendwie aus China? Weil da ist ja keine Meinungsfreiheit. Oder damals aus Nazi-Deutschland? Das könnte ich mir eigentlich am ehesten vorstellen. Hey, ich kann ihn jetzt angreifen, ohne so abgetroffen zu werden, ihr versteht schon. Schlecht. Au, warum trifft mich das jetzt? Cheats. Ich sollte meinen Ring wieder wechseln. Fällt mir da so gerade auf. Wahrscheinlich sind diese genau, die Bullen auch irgendwie ein Experiment von Thief. Oh. Wow. Das ist also im Prinzip ein zweiter Smo. Ja, und das Ding ging eigentlich auch. Also ein dritter eigentlich, weil es ja gibt ja Ornstein und Smo, die so einen Dash auch haben, der unendlich weitergeht, bis es einen trifft.
Yay. Gib mir deinen Helm. Wundervoll. Einfach wundervoll. So, hier sollten wir jetzt vielleicht versuchen, unsere Seelen irgendwie wegzukriegen. Wie brauchen wir denn? Zu viele. Das Doppelte ungefähr. Ich muss mal kurz was nachgucken. Ich muss kurz mal Aufnahme pausieren. So. Ja, wie können wir irgendwie unsere Seelen so. Wir haben Great Hero, genau. Damit sollten wir das schaffen. Dann wiederum, wenn ich sie jetzt verschwende, wäre das auch nicht so knorke. Mit Brave Warrior sind jeweils 3000, ne? Das heißt, wir haben 20.000 plus 12.000 macht 42.000. Und dann brauchen wir. Das reicht auf jeden Fall. Das reicht auf jeden Fall. Es ist immer 5000. Okay, in dem Fall reicht es sogar auf jeden Fall. Hey, wir haben 77.777 Seelen gehabt gerade. Oh. So, wir brauchen noch 5000. Egal. Wozu gibt es denn Proud Knights? Was waren dann 3000? Large Soul of a Proud Knight, oder? Müsste ja dann. Ey, ist also gleich. Cool. Coole Sache. Okay. Auf geht's. So. Wow! What the fuck? Das war anders geplant. Sterbt! Hey, 2-Hit. Nice. Ein 1-Hit ist, nehme ich mal an, zu viel verlangt. 2-Hit ist aber auch nicht schlecht. Ich hasse dich. Eklige Angriffe. Oh ne. Was macht der Gegner da unten? What the fuck? Genau, das DLC haben wir ja auch noch zur Verfügung. Fick dich. Ach ne. Kannst jetzt vergessen, das mag ich jetzt nicht. Fuck. Kannst dich mal nicht so hier offen hinstellen? Da ist ein Magier, der gerade auf mich schießen will. Ein Magier will auf mich scheißen! Verstehst du denn nicht? Das ist eine Katastrophe! Was? Oh mein Gott, ich muss zuerst. Ich muss zuerst genau zu Hydra. Ich gehe mal kurz da, glaube ich, hin.